Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Among Trees. Ich habe mir überlegt, wir versuchen es trotzdem mal mit den Ja, geht doch. Mit den Dingern. Ich habe jetzt mal geschaut, wo man die Dinger, die Sachen finden kann. Und also es gibt drei Spots. Einen habe ich gefunden anscheinend. Beziehungsweise habe ich gedacht, ich war an einer anderen Stelle, aber anscheinend ja doch nicht. Das war halt sehr, sehr lange. Okay. Ach nee, das wollte ich nicht. Heute laufen wir zum ersten, der ist ungefähr hier. Und der zweite ist ungefähr hier. Und der dritte, den ich wahrscheinlich gefunden habe, der ist ungefähr hier. Das sind die drei Punkte, an denen es das anscheinend nur gibt. Ich habe aber gedacht, ich habe das irgendwo hier gefunden. Naja, habe ich mich geirrt. Ich bin gerade total verschwitzt, weil ich habe draußen Mirabellen geerntet. Als der 20.07. Heiß. Dabei ist es erst um 10 und es wird noch viel, viel heißer. Aber heute soll es ja auch 36 oder 38 Grad bekommen. Das ist für mich eher ein Zeichen, mehr im Keller zu machen. Andererseits habe ich noch eine Treppe gebaut, die muss ich heute noch zu Ende verschrauben. Darf ich eigentlich. Eigentlich keine Lust drauf, aber trotzdem soll ich es tun. Ich nehme jetzt natürlich trotzdem weiter mit, was ich finden kann. Hier scheint es ja nicht zu sein. Wo bin ich? Ja, wenn ich dem Weg hier folge, müsste ich da eigentlich hinkommen. Da das aus einer alten Version ist, könnte es natürlich auch sein, dass es nicht mehr an der Stelle ist. Ich brauche ja auch nur 6. Das ist gut, denn der schlechteste Standort von denen brachte, glaube ich, sogar 6 Stück. Da ist irgendeine Pflanze. Die nehme ich mit, egal was es ist. Ach nee, die nicht. Ich dachte, das ist irgendeine Brauchpflanze. Irgendwo hier muss. Da sind sie! Die respawnen auch nicht, also ist es eine blöde Idee da. Da Seile draus zu machen, da ist noch eins, oder? Ne, ist was anderes. Ah, eine Wormwood-Root. Ja, die brauche ich tatsächlich noch. Die nehme ich auch mit. Dadurch, dass die ganzen Lebensmittelpreise jetzt eigentlich gestiegen sind, es wundert mich eigentlich schon seit Jahren, dass die Leute ihre Bäume hier nicht ernten. Alles ist teuer, bla bla bla. Aber sich einfach mal eine Stunde hinzusetzen oder einfach mal eine Stunde lang zu ernten. Ich habe halt hier zwei Körbe voll mit. Oh! Ich habe jetzt halt zwei Körbe voll. Geerntet. Also, nein, nicht Körbe, aber ihr wisst schon. Ich habe jetzt halt zweimal geerntet. Okay. Ich glaube, das brauche ich tatsächlich gar nicht. Stahlrohre habe ich weniger. Die Seile, brauche ich die Seile noch? Ein paar werde ich noch brauchen, glaube ich. Und wenn ich jetzt Saat finde,
nehme ich die natürlich nach möglich mit. Zum Beispiel diese Turnips da, die würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, davon hatte ich mehr als genug. Natürlich blöd, dass ich jetzt die ganze Sache nicht aufknacken kann, aber andererseits mir eigentlich egal. Das heißt, ich kann jetzt das Nähzeug machen. Wird auch nicht angezeigt, möchte ich festhalten. Die Dogbean Stems brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe euch ja gezeigt, wo die andere, also hier ungefähr, also hier in dem Bereich müsste es sein, hier ganz knapp außerhalb von dem Bereich. Wisst ihr was? Wir kommen bald. Wir kommen mal wieder mit einem Zelt. Eine Solidago, die kenne ich gar nicht, okay. Habe ich anscheinend auch schon mal gesammelt, kann ich mich nicht erinnern. Macht nichts. Ich habe die Dogbean Stems gekriegt, die ich brauche. Das ist echt blöd, die Dinger wachsen nicht nach und stell dir mal vor, du machst wirklich Seile draus. Da kannst du nicht mehr alles bauen. Ist echt blöde gelöst. Richtig, richtig blöde. Und wenn ich diese Aufnahme beendet habe, schraube ich die Treppe unten zusammen. Dann mache ich wahrscheinlich noch eine Aufnahme. Wahrscheinlich mal von Nights at Merchants wieder. Und dann bringe ich unten die Leisten an. Im Bücherzimmer. Dann mache ich noch eine Aufnahme. Und ja, dann gucke ich mal, was ich noch so alles hinkriege heute. Honig muss bleiben. Wir haben genug Wachs und Honig. Ich bräuchte mal ein bisschen Wasser. Und vielleicht baue ich doch noch die Sachen an gleich. Und erstens will ich rausfinden, ob das Zufall war, dass ich keine Saat gekriegt habe. Und zweitens brauche ich noch ein bisschen Fisch, nicht dass mir mein Füchschen verhungert. Ich glaube, das hier hatte der wahrscheinlich auch gefunden. Diesen Loot. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Erst mal das Inventar leer machen zu Hause. Ja, das Essen würde ich gerne behalten tatsächlich. Was ich gerade noch habe, weil das ist halt echt gutes Zeug. Gut, ich esse es. Oh, ich habe gar nichts zu essen gekriegt quasi. Halt. Anbau geht gerade vor. Moment, hatte ich 2 Euro Rubybeet? Ja, die wollte ich eigentlich. Okay, da könnte ich dann richtig viel Rüben rauskriegen vielleicht. Nicht hungrig, aber ich habe auch nichts zu essen gerade für dich. Okay, packen wir erstmal die Brausachen raus. Jetzt mal die Nähsachen hier.
28 und einmal Leim. Ist der Leim unten? Ich habe ihn nicht weggeschmissen. Okay, in dem Fall, der muss hier raus. Der hatte nichts zu suchen. Ach ja, oben. Ich wollte gerade sagen, wo war das Ding eigentlich? Aber oben, ja. Ich bin mal gespannt, was ich hier machen kann. Do it yourself. Sewing your own clothes and backpacks. Oh, vielleicht kann ich jetzt... Backpacks. 14? 16. Okay. Ich muss Fungus und Chicorée finden. Das ist nochmal viel, viel mehr. Fungus. Ah ja, die Planks und sowas müssen wieder raus. Kleidung hätte ich schon mal. Brauche ich gar nicht. Was brauche ich für dieses Sewing Thread? Rope und Fishbone. Okay, das kann ich machen. Sonne geht unter. Sticks sollten auch kein Problem sein, den Fungus muss ich finden. Und Chicorée wird auch nicht leicht. Oh, Fungus habe ich. Okay, ich brauche Chicorée. Ja, koch mir noch rüber. Einfach nur eine gekochte Rübe. Bin gespannt, was in diesem Spiel noch alles kommt. So oft habe ich Chicorée noch nicht gefunden, leider. Einen Stick sollten wir ja auch hinkriegen, aber was brauche ich denn für die anderen Sachen? Hier bin ich nicht sicher. Der ist auf jeden Fall besser. Was? Ah, da brauche ich die Cattails. Gut, die habe ich gegessen, die drei. Das ist natürlich super gelaufen. Okay, gucken wir morgen mal. Es könnte echt ein bisschen dauern, bis ich die Sachen habe.
Mein Haus ist fertig ausgebaut. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob ich nochmal nachgießen muss. Nee. Die Sticks kriege ich schon irgendwie hin und wenn ich die hier alle sammeln muss nochmal. Aber diesen Backpack will ich halt schon haben. Weil das aus meiner Sicht was Gutes ist. Moos habe ich genug. Aber ich könnte tatsächlich mit einigen Sachen hier richtig viel bewirken noch. Ich sammle mal ein, zwei. Gibt eine Errungenschaft für 30 mal 30 Fische sammeln, beziehungsweise 30 Fische fangen insgesamt. Ich hab dich gleich. Ich glaube die. Ich wollte eigentlich gerade abbrechen tatsächlich. Das geht schnell. Jetzt bin ich zwar schon ziemlich voll, aber was suche ich jetzt? Ach ja, sowas wie Chicorée. Keine Ahnung, das werde ich irgendwo in der Botanik finden, schätze ich mal. Hatte ich auch nicht so oft, wenn ich mich recht entsinne. Nehme ich gerne mit. So eine leckere Himbeere. Da komme ich nicht ran. Aber ich will diesen größeren Rucksack auf jeden Fall haben. Ich weiß noch, dass ich den Chicory damals gekocht habe, um mich zu heilen. Ja, wenn das vorher wüsste. Aber Kräuter muss es ja hier überall geben, oder? Du musst nur die richtigen finden. Sticks kann ich ja jetzt einfach herstellen. Diese Fungi findest du eigentlich überall hier. Immer mal wieder. Und das Moos hast du eigentlich auch viel zu viel. Ich glaube, ich habe auch erst zweimal Chicory gefunden im ganzen Spiel. Aber halt ein 16er Rucksack. Irgendwo da hinten. Na, sollte doch bleiben. Geht sofort die bedrohliche Musik los. Wow, ich habe so viel nichts hier gefunden.
Ach, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch die Doc Bean Stamps mitnehmen. Hier irgendwo sein müssten. Irgendwo hier, glaube ich. Das kann weg. Das brauche ich nur wirklich nicht. Da sind sie. Ja. Ich nehme sie einfach mal mit. Vielleicht brauche ich ja noch mal. Das ist noch 12. Oh. Die habe ich auf jeden Fall schon gehabt. Und deshalb möchte ich jetzt unbedingt den besseren Rucksack haben. Oh, da macht sich aber das Kätzchen richtig, richtig lang. Und ja, ich weiß, dass das ein gutes Zeichen ist, wenn sich die Katze auf den Rücken legt, weil ihr Bauch am wundbarsten ist. Was haben wir hier? Burdockroot. Nicht zu verwechseln mit der Murdoch-Pflanze. Die gehört zum E-Team. Das Gute ist, ich sehe jetzt gerade, wie viele Sticks ich Stöcke ich eingesammelt habe quasi. Noch eine Chanterelle. Würde ich tatsächlich gerne mit nach Hause nehmen. Das ist eine Rübe, oder? Ja, aber Rüben baue ich ja auch an. Da leuchtet irgendwas. Ach, das ist wieder so eine Aschenpflanze. Warum brauche ich Chicory, um das zu machen? Ich verstehe es eigentlich gar nicht. Schwarzbären. Ja, die brauche ich eigentlich auch nicht. Ich würde halt gerne den verbesserten Rucksack mitnehmen. Ach, hier gibt's noch mal. Hier ist auch noch ein Punkt. 2, 4, 5, 6. Okay, von dem wusste ich nicht. Bin ich aber ziemlich voll. Ich muss da runter, glaube ich. Vor allem Chicory hat auch den Nachteil. Ach ja, wird mir angezeigt. Chicory hat ja auch den Nachteil, du findest den immer nur einzeln. Sharkfin Meadow. Auf jeden Fall ein neuer Ort, den ich gefunden habe.
die Haifischflossen weiden. Oh, hier ist alles voll mit Kräutern. Ist hier zufällig noch mehr? Aber ich muss eh zurück. Ich muss unbedingt meine Pflanzen wässern. Ich habe Angst, dass sie draufgehen. Ach, egal. Okay, ich hätte noch was machen können, aber trotzdem. Mein Füchschen muss ich auch füttern. Okay, wenn ich es zufällig noch mit finde, warum nicht mitnehmen? Nee. Man muss echt von Sonnenaufgang an seine Sachen alles gießen und dann muss man es abends auf jeden Fall wieder gießen oder zumindest kontrollieren. Das ist eine Schwarzbeere. Ja, mit. Ich meine, das waren 16, das heißt, ich hätte dann 4 Slots mehr, oder? Warum müssen es immer irgendwelche Sachen sein, die man nie findet? Warum zur Hölle brauche ich Chicorée, um einen Rucksack zu machen? Ja, die Sonne geht unter. Na, wieder dieses Moos. Vielleicht sollte ich auch einfach den anderen Rucksack erstmal machen. Zwischendrin. Wusste, dass er was braucht, wenn ich komme. Armes Füchschen. Gucken wir gleich mal unsere Pflanzen an. Ich habe nämlich Angst, dass sie vertrocknen. Ja, gar nicht mal so falsch. Kurz vorm Tod. Wir bleiben hier. Ja, vielleicht packe ich das auch einfach zum Holz. Was brauche ich denn für das hier? Ach, das ist Cattail, genau. Was brauchte der?
Das könnt ihr eigentlich schon machen. Wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt, das zu machen. Die Summen Kids habe ich unten reingepackt. Ich mache mir dann gleich ein paar neue, aber erstmal einen besseren Rucksack, dass ich wenigstens ein bisschen was mitnehmen kann noch. Ach, cool. Konstruktion. Aha, mir fehlen noch zwei Pilze. Mir fehlt, das ist ein Steinpilz, das ist, könnten Steinpilze sein. Mir fehlt noch ein bisschen was. Moment. Moment, hier was. Okay, die ist echt kacke. Die nehme ich mal mit. Mache ich noch mal ein paar Nähsets. Schade bestimmt nicht ein paar zu haben. Ja, ist doch ganz akzeptabel. Ich könnte noch ein bisschen Leim machen, aber wer weiß, was ich noch alles brauche. Ah ja, du hast nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du die Sachen auch wirklich kriegst. Ach komm, einmal noch. Das bleibt hier, dann nehme ich noch was zu essen mit. Die Angel bleibt auch hier. Aber eigentlich wäre es eine kluge Idee, tatsächlich hier richtig viel Essen einzulagern. Ich könnte die beiden Sachen jetzt mitnehmen, wenigstens die Axt. Aber andererseits. Gehen wir erstmal ins Bett und dann gucken wir nach Chicorée. Einmal Essen habe ich noch für ihn. Ja, da kann ich ein bisschen was mitnehmen.
Was haben wir denn da? Ach, wenn ich die andere Kleidung anziehe, habe ich dann mehr Stamina oder weniger? Ah, ist ein Hase. Das Problem ist, bei den Hasen denke ich immer, dass es irgendwas ist, was ich sammeln kann. Weil die auch so leuchten. Wurzeln. Irgendwo muss ich ja noch mal was zu essen finden, denke ich. Also diesen Chicorée. Früher oder später wird er mir schon über den Weg laufen. Oder werde ich ihm über den Weg laufen eher? Ich habe Essen dabei, ist nicht so schlimm. Wasser ist eher das Problem. Das Schlimme ist tatsächlich immer, wenn ich denke, jetzt hast du alles, was du brauchst, will das Spiel irgendwas von mir, was ich nicht habe. Guck mal, Wasser, es fällt vom Himmel. Kannst du mit der Hand fangen? Eine verrückte Idee, aber könnte klappen. In der Höhle kriege ich auf jeden Fall Wasser. Haben wir noch mal einen Fungus? Eine gekochte Rübe, sehr bekömmlich. Ich vermute mal, ich muss neue Gebiete erforschen, um neue Sachen zu finden, also bestimmte neue Pflanzen. Aber solange nehme ich natürlich mit, was geht. Ich will jetzt eigentlich nur den Chicorée finden erstmal. Aber ich finde hier alles andere. Okay, jetzt da ich es nicht mehr brauche, finde ich es alle. Sticks. Sticks. Wasser wird nicht mehr lange halten. Oh ja, da muss ich noch ein Stück rundherum laufen. Das sollte ich mir mal einen Zahn zulegen, finde ich. Nur eine Blume.